Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medieval Dynasty. Alles baut sich auf und ich bin gespannt. Auf den Regen bin ich nicht so gespannt. Wisst ihr, warum ich gespannt bin? Ich habe die letzten Folgen, die habe ich alle eine ganze Zeit vor Weihnachten aufgenommen. Und es gab ja ein Update, gell? Es gab ein Update. Man müsste jetzt wohl die Third Person wechseln können. Man kann Grafikeinstellungen oder Einstellungen im Spiel vornehmen, ohne das Spiel neu zu starten. Ich will gar nicht raus in den Regen. Ich will raus in mein Leben. Es hilft aber alles nichts. Wir müssen hier raus. Ach, dieser Regen. Furchtbar, furchtbar. Und das im Herbst. Dem erstmal muss ich mir einen Überblick verschaffen. Und was hatte uns denn so erwartet? Wir sind im Herbst. Haben wir noch Quests offen? Ne, wir haben keine Quests offen. Gut. Ich muss nämlich mal reinschauen, weil ich... Mal gucken, wie stelle ich denn die Third Person ein? Spieleinstellung anpassen. Gameplay, Steuerung. Ich bin mal gespannt. Ich will die Third Person mal sehen. Ich habe sie selber noch nicht gesehen. Aber laut den Hinweisen sollte sie ja geben. Wo ist sie? Steuerung beim Bauen. Nach links drehen. Sonderaktion. Steuerung im Menü. Vorwärts bewegen, springen, ducken, sprinten, Auto Run. Laufmodus, primäre Aktion. Kameraperspektive ändern. P. Jo! Herzlich willkommen, da bin ich. Yeah! Geil, oder? Wir machen diese Folge jetzt mal hier in der Third Person. So, das Messer in der Hand. Boah, ich komme mir wie so ein Killer vor, wenn ich hier so rumlaufe. Nein, wir müssen hier aufwerten. Und zwar, wir waren dabei, doch einen Hühnerstall zu bauen. Ist ja witzig, wie er da klopft und so, gell? Cool. Achso, doch, das hatten. Ich muss jetzt gerade selbst überlegen, ob das alles so passt. Es passt. Und hier wird richtig rangeklotzt. Ich finde das cool. Ich finde das wirklich, wirklich cool. Blöd ist, dass der Regen so laut ist. Boah, der ist brutal laut, der Regen. Stroh, Holzstamm, wir brauchen noch, warte mal. Stöcke, okay, pass mal auf, hier ist es dann natürlich, hey. Hier ist es dann hinderlich. Sollen wir in der First Person oder sollen wir in der Third Person spielen? Oder sollen wir uns das so ein bisschen freilassen, diese Einstellung? Können wir mal überlegen, wie wir es... Können wir uns überlegen, wie wir das machen? Ich bin dafür Vorschläge offen. Also von daher, ihr seid die Zuschauer, worauf habt ihr denn Bock? So. Also ich bin gespannt auf den Hühnerstall im Herbst. Aber das Wetter setzt mir echt zu. Stroh, wir brauchen 16 Stroh. Wir brauchen... Aber klingt der Regen geiler als vorher? Der Regen klingt geiler. Klingt cooler, oder? Auf jeden Fall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Bohmstämme. Wir brauchen 8 Bohmstämme und 16 Stroh. Das werden wir direkt holen. Auf dem Weg zu den 8 Bohmstämmen. Oh. Schütteln, wie so ein nasser Köter. So, haben wir denn... Ich weiß, dass wir beim letzten Mal auf jeden Fall extrem wenige Baumstämme hatten. Oh cool, wir haben auf jeden Fall wieder welche reinbekommen. Das ist gut, unsere Holzfäller sind wohl tatkräftig am Werk. Wie sieht es aus? Wir brauchen noch 16 Stroh. Oh. 16, oh, was mir da gerade mal auffällt, Leute. Ja, machen wir halt mal so, ist ja egal. Was mir da auffällt, wir sollten uns auch mal um Viehfutter bemühen. Wir hatten unsere Felder gedeihen, ja, die funktionieren. Sie gedeihen und sie funktionieren, ja, das ist sehr schön. Da sollten wir wirklich hingehen und gucken, dass wir auch genügend Viehfutter haben. Ja, oh, 17 Viehfutter, das geht gar nicht. Vor allem bei den Schweinen wird es nicht besser aussehen. Hier diese festen Schläge auf das weiche Stroh. Ja, fertig. Und wir haben unser Gänsehaus. Ich würde gerne einen Screenshot draußen machen, aber ganz ehrlich, bei dem furchtbaren Wetter nicht. Nein, Viehfutter.
wir schauen mal auch nach, wie es um das Viehfutter im Schweinestall. Boah, wisst auch was? Ach, übrigens auch was Neues hier. Schaut mal. Lalalala. Ich sehe. Es erinnert so ein bisschen an so an alten Clint Eastwood oder so. Aber geil. Oh, warte mal. Achso, X daneben. Ich dachte eben schon, der will nicht mehr aufstehen. Einmal hingesetzt, hat sich gedacht, so, wisst ihr was? Nee, die Arbeit ist mir so hart. Ich bleib jetzt hocken. Ich mache jetzt gar nichts mehr. So, was wollte ich eben machen? Ich hatte gesagt gehabt, dass ich für den Stall. Viehfutter. Riesenhungrig. Aber auch hier gibt es noch keinen Nachwuchs. Ich bin gespannt, wann es Wutze-Nachwuchs gibt. Gut, ihr habt ein bisschen mehr Futter. Oh, nichts weg, raus hier. Die Dungproduktion, da wollen wir nicht stören. So, okay, was haben wir an... Jedes Mal schaue ich wieder nach. Viehfutter. Haferkorn, Roggenkorn, Stroh. Haferkorn, Roggenkorn und Stroh. Haferkorn. Okay, warte mal. Machen wir das eher so. Haferkorn und Roggenkorn. Ich hoffe, dass wir... Okay, wow, sehr schön. Wir kloppen wieder. Wir müssen wieder kloppen, ist egal. So, und dann brauchen wir... Da kommt auch noch Stroh bei raus bei der ganzen Sache. Das obendrein, aber wir nehmen jetzt mal hier so 200. Oh, war natürlich überladen. Jo, gerade das schwere. Hallo, hallo Kinder. Es regnet. Okay, ja, ich weiß. Und ich habe nichts zu tun, ne? Habt ihr denn überhaupt noch Dung für die Felder? Ist egal. Wieso mache ich mir da. Warte mal gerade. Roggenkorn, Haferkorn? Ich muss mal schauen. Nee, es muss Korn sein. Okay, wir schroten. Hier wird geschrotet. Hier wird gekloppt. Wollt ihr lustige Handwerker sehen? Dann müsst ihr in die Scheune beim Bogi gehen. Richtig herzhaft rein. Hauen wir das Haferkorn klein. Ja, so ist es. Das Update ist cool. Es muss wohl im Winter auch Schneemänner oder so ein Zeug geben. Ich bin gespannt. Denn der Winter steht vor der Tür. Noch einmal schlafen. Nur noch einmal. Dann werden wir uns zu Bett begeben und werden in einer wunderschönen winterlichen Landschaft erwachen. So sieht's aus. Und wir kloppen weiter. Wollt ihr lustiges Roggenkorn sehen? Dann müsst ihr in Bogis Scheune gehen. Knüppel raus, raus aufs Korn. Ja, so macht's das Roggenkorn. Okay, war nicht wirklich schön. Aber ist trotzdem gut, oder? Man muss halt ab und zu so ein bisschen die kreative Ader einfließen lassen. Die Ader. Und jetzt müssen wir selber uns die Frage stellen. Lassen wir die Stallburschen das machen? Den Trog aufzufüllen? Oder sind wir nett zu den Tieren? Bauen eine Bindung auf? Ja, können wir uns doch gleich mal drüber unterhalten. Gell? So eine Bindung zu Tieren aufbauen. Das ist ein gutes Thema. Das habe ich mir... Nein, ich habe das nicht vorbereitet. Das ist improvisiert. Das ist wirklich improvisiert, Leute. Genau, das machen wir gleich. Also eine Bindung zu Tieren aufbauen. Im Computerspiel wahrscheinlich eher nicht. 40 mal Viehfutter, sehr gut. Ich habe letztens mit Zuschauern im Livestream von mir habe ich darüber gesprochen. Da ging es um Kornnattern. Und meine Zuschauerin, um die es da geht... Die weiß Bescheid, sie fühlt sich angesprochen, weil sie schaut diese Folgen immer. Hallo Anni. Ja, wie ist es? Baut so ein Tier wie so eine Schlange? Ein Reptil, ja? Baut es eine Bindung zu einem auf, dass es einen erkennt und weiß, ah, da kommt jetzt, als Beispiel, ich meine, ich habe keine Schlangen, ja, also keine falschen Eindrücke hier bekommen. Die sehen jetzt, was nicht der Bogi kommt. Weiß die Schlange dann, okay, der Bogi macht oben den Kasten auf, es gibt Futter. Ich glaube eher, ich würde behaupten, oder ich vermute, weil ich weiß es halt nicht, ja. Ich würde mal vermuten, dass die Schlange halt weiß, okay, Deckel geht auf, dann kommt Futter. Sowas in der Richtung. Aber wenn man die rausholt, dass eine so eine Kornnatter einen nicht beißt oder so. Ich meine, das liegt dann in ihrer Naturell. Aber ich würde mal fast behaupten, dass es der Kornnatter wahrscheinlich dann egal ist, ob der Besitzer sie jetzt quasi so in der Hand halten würde oder ein Fremder. Oder meint ihr, dass die das am Geruch erkennt? Dass die merkt so, ah, okay, das ist der, der füttert mich immer.
dem tue ich jetzt mal nichts, den beiße ich jetzt mal nicht irgendwie, sowas in der Richtung. Was meint ihr denn dazu? Ich meine, ein Hund oder sowas, ja, der baut natürlich eine Beziehung zu einem Menschen auf oder eine Katze. Aber ich würde mal behaupten, dass solche Tiere, ich meine, jetzt werden, oh, es wird bestimmt manche böse bei so Aussagen, gell? Oh, haben jetzt ernsthaft da 25 Viehfutter reingeballert? Wir hätten noch mal mehr herstellen sollen. Wir müssen ja auch ein bisschen was dann fürs Gänsehäuschen dann auch. Aber wir haben momentan niemanden, der im Gänsehaus arbeitet. Und will ich noch weitere Villager holen? Ja, eigentlich schon. Es gab ja auch da den Tipp, auch da hat Arnie gesagt, hier, nur Mut, Bogi, geh hin, hol dir noch eine weitere. So 73%. Sieht selbst aus wie Dung, was hier drin ist. Haben wir genug Dünger für den Winter? Wie sieht's aus im Lager? Ich habe so, wie gesagt, ein Reptil. Ist ein Reptil dazu in der Lage? Ich weiß es nicht. Vielleicht sind die intelligenter, als man denkt, aber es sind ja schon andere Tiere halt und so, gell? Ich weiß es nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, mich würde das echt interessieren. Ich wollte gerade schauen, ob wir noch... Jetzt mal ohne Scheiß, ich bin so vergesslich in letzter Zeit. Warum sind wir jetzt hierher gegangen? Wir wollten gerade, wir waren im Schweinestall. Nach Viehfutter wollten wir nicht gucken. Wir wollten irgendwie schauen, ob wir was auf Lager haben, ob wir Dung auf Lager haben. Ey, Mann, ey, Leute, ohne Scheiß. Oh, ganz ordentlich sogar. Haben wir auch Verdorbenes hier drin? 10, das wäre ein Dünger. Na ja, komm, gut. Ist ja irgendwas Essbares. Achso, die... Warum sind hier unreife Bären drin? Ernsthaft haben wir die... Ich glaube, wir haben die extra hier reingeschmissen, damit sie vergammeln, oder? Weil das Lager voll war. Kann das sein? Boah, die Abendaufbewohner, das erinnert mich jetzt direkt wieder daran, dass die Verdorbenes gegessen haben. Wisst ihr das noch? Und die Eier müssen unbedingt zu Dings zu... Hier. Boah, war das... Warte mal gerade. War das am Ende der letzten Folge, wo ich so viel Suppen und sowas hergestellt habe? Ey, wobei ich sehe hier gerade, ist auch gar nicht mehr so viel, gell? Aber doch, wir standen unter dem Dach von der Futterbude. Von der Futterbude. Wir haben Essen hergestellt. Und es war wirklich nicht mal wenig Essen. Ach, genau. Jetzt weiß ich es. Pass auf. Wir haben von Tag 2 abends, 19, 20 Uhr oder so war das gewesen am Ende der letzten Folge, habe ich angefangen, da unten zu kochen. Und ohne Scheiß, Leute, ich habe gekocht wie ein Weltmeister. Ich habe die ganze Nacht durchgekocht. Unser eigener Bauch hat angefangen zu knurren. Wir hatten so wenig Lebensmittel gehabt und wir mussten zwischendrin selber mal zwei Suppen reinhauen. Deswegen bin ich jetzt mit mehr Nahrung ausgestattet als vorher, am Ende der letzten Folge. Ja, weil wenn ich das gefilmt hätte, jetzt mal ohne Spaß, das war richtig Bärenwein, das war richtig Arbeit gewesen. Ah, ach so, hier, oh. Ich habe immer noch Essen einstecken von der letzten Essensmacherei. Ist für mich jetzt selber wie so ein eigenes Let's Play zu sehen, ohne dass ich es kennen würde. So, pass mal auf. Fleisch mit Soße 1 behalten wir. Gebratenes Fleisch, da bitte haut's euch rein. Heiltränke, ja geil. Stimmt, wir hatten ja lauter so Sachen gemacht. Da bin ich echt froh drum. Trinkschlauch mit Wasser, verdorbenes. So, rüber damit. Okay. Stall ist fertig. Nicht ganz. Aber auch der Kupferhammer, dafür, dass wir ihn neu gebaut haben, hat nicht lange gehalten. Er ist auch schon wieder fast kaputt. Ja, Hühnchen. Wenn ihr wieder die ganze Zeit nur kleine Hähnchen, also Gockel, wenn da kleine Gockel als rauskommt, dann werden die zu Geld gemacht. Ja. Wir werden sie nicht töten oder verarbeiten oder so. Nein, wir verkaufen euch dann einfach. Aber ich kann nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass der Käufer nicht irgendwas in dieser Richtung mit euch anstellt. Aber du hast als Händler nichts zu befürchten. Du musst einfach nur aus dem Bobbes die Eier rausdrücken. Dann ist der Onkel Bogi glücklich mit der ganzen Sache. So, auch das passt ganz gut. Okay, einen Kupferhammer bitte herstellen. Ich muss die Jungs wieder hier verjagen. Warte mal, wir können mal gucken, was wir wieder brauchen. Kupferhammer. Zwei Kupferbarren. Okay. Ha. Ha, 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 ha. Ich musste niemanden von der Arbeit wegbringen.
Wir können hier richtig gemeinschaftlich arbeiten. Teamwork. Teamwork wird hier groß geschrieben. Und da haben wir, er ist ganz neu, er ist trotzdem ein bisschen kupferrostig braun. Alles ist Kupfer einfach. So, danke. Achtung. Jetzt fehlt uns einer, gell? Nein, einen haben wir übrig. Auch gut. So, wäre es trotzdem ratsam, Hühner-Spaßbad, gell? Ja, ich weiß. Wäre es ratsam, dass wir hier unten zumachen, dass die Hühner nicht ins Wasser reingehen? Weil die gehen halt hier hinten ganz gerne mal raus. Ja, weil hier zum Beispiel, da sind, oh, da liegen Holzstämme. Wo? Zu wenig Ausdauer. Ah. Den nehmen wir doch mal. Das, ich glaube, das kaufe ich für einen Dollar. Kennt ihr das? I will take that for a dollar. Oder wie das hieß, das war von Robocop. So, hier muss ein Stand hin. Wir brauchen ein weiteres Wohnhaus. Ich will gleich pennen gehen. Ich will, dass Regen aufhört. Haben wir. Ich würde sagen, wir lassen es hier bei diesen beiden Stallungen, oder? Ich habe eben überlegt, ernsthaft, ob wir hingehen und noch irgendein Stallgebäude hinmachen. Aber wozu denn? Ich würde eher sagen, wir ziehen von hier unten einen Zaun nach da oben. Damit. Oh. Wo ist der kleine Zwitscher, Hannes? Ich habe ihn doch eben gehört. Auch hier, hier. Du. Ja, du. Der hat eben so weggeguckt. So ich. Der kann doch mich meinen. Ja. Aber der kann nicht mich meinen. Eher so rum. Wir gehen hin. Und wir sammeln mal die Stöcke hier ein. Wir machen jetzt mal das Gehege hier vorne fertig. Ja, ich will mal, dass die Arbeit erledigt ist. Dann haben wir hier vorne unseren ganzen Bereich für die Tiere. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Für das gesamte Areal könnte eigentlich mal ein Dorfbewohner zuständig sein und sich mal um beide Ställe kümmern. Was muss er denn machen? Der holt die Eier da raus, bringt die Eier rüber ins Nahrungsmittellager und füllt das Futter auf. Und selbst das musste er nicht machen, weil es leer war. Stöcke. Aber eigentlich müsste er aus Angewohnheit sagen, jetzt wieder, was suche ich denn? Nee, Quatsch, ich weiß es noch in dem Fall. Wir suchen Stöcke. Ist das euer Ernst? Verbrennen die momentan wieder Stöcke? Jetzt mal ohne Spaß. Warum sind denn Stöcke schon wieder weg? Verwaltung, jetzt reicht's. Brennmaterial. Brennholz. Jetzt mal ohne Spaß. Für was gehen denn die Stöcke drauf? Wie sieht's denn sonst so aus, wenn wir gerade hier da rumgucken sind? Sehr, sieht sehr gut aus. Aber jetzt mal ohne Mist, für was sind denn die Stöcke draufgegangen? Ich weiß, dass unsere Holzfäller halt, ja gut, die produzieren eben und so, aber warte mal, die Holzschuppen. Okay, wir haben momentan nur zwei Holzfäller halt, gell? Und die haben keine Werkzeuge mehr. Oh, die haben keine Äxte. Habt ihr wirklich keine? Kriegt jetzt trotzdem von mir nochmal Steinexes. Ich hab. Warte mal. Und zwar. Oh, warte mal gerade. Steinaxt. Braucht doch aber auch Stock. Pass mal auf, eine können wir herstellen. Eine können wir herstellen. Wie armselig sind wir, bitteschön. Stein. Zwei Steine. Ja, nein. Was ist, wenn. Selbst wenn wir jetzt hingehen und. Eisen oder beziehungsweise Kupferäxte herstellen, bringt uns ja auch nichts. So, dann nimmt man die Steinaxt, damit überhaupt was reinkommt. So. Okay, jetzt machen wir etwas, was wir nicht vorhatten. Wir sammeln jetzt Stöcke hier oben im Wald. Einfach nur, ich hätte jetzt mal gesagt, wie viele denn? Ach, pass auf, dann nehmen wir auch Steine auch bei der Gelegenheit mit. Wir nehmen mal das, was uns die Natur gibt. Und zwar, indem wir. Das Geräusch vom Regen ist anders. Ich schwör's euch. Irgendwas ist da anders. Das knistert richtig so. Also richtig auf den. Aber wisst ihr, wie sich das anhört? Unsere Klamotten, wenn die nass sind. Ja, so nasse Fließklamotten oder sowas. Also so Filz oder Fließ, ja. Wenn ihr sowas dann tragt. Und da kommt der Regen dann drauf. Und das Material ist bereits nass. Dann macht es dieses Geräusch.
krass, oder? Von den Geräuschen. Ach, das ist nicht, ich dachte, es wäre ein Stein. So, komm, Zweige. Gib mir mehr Zweige. Ich brauche sie für unser Bauvorhaben. Aber hier gibt es viele Zweige. Wow, hier, Zweige. So. Also unsere kleine. Wir hätten es natürlich auch. Wir machen gerade. Das ist bestimmt die Zucht hier von unserem Sohnemann. Der hat hier kleine Tannenbäume angepflanzt für das spätere Bogie-Imperium. Für Bogie Junior quasi dann. Warte, dann nehmen wir das noch mit. So, wie schaut's denn aus? Okay, Stöcke. Stock und Stein, Fidi, 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 Ballen. Wie viele Stöcke haben wir denn jetzt? 53 sind 5 Äxte. Wir haben aber eigentlich Stöcke gebraucht, um was herzustellen? Den Zaun da unten. Genau, wir wollten eigentlich den Zaun am Gehege bauen. Wir nehmen jetzt erstmal eine ganze Menge Stöcke an uns. Ich bin auch mal gespannt, was jetzt unsere Eisenerzproduktion und sowas macht, wenn wir jetzt oben unsere Miese, unsere Mine ist ja im Betrieb. Oh, jetzt fängt die Musik an. Ich habe eben ernsthaft rätseln müssen, ist da jetzt Musik gerade oder nicht? Ja, weil der Regen so laut ist. Aber hier ist es ruhiger unter den Bäumen. Boah, der Regen, wie er runterkommt. Uah, ich hasse das. Ich mag das echt nicht. Im Nassen so rumzulaufen und so. So. Dabei sollten uns mal mehr Steine schnappen. Beziehungsweise Steine nehmen wir aus dem Lager. Und es muss doch richtig viele Stöcke geben. 8,19. Achso, das addiert er. Weil es war eben ein richtig großer Ast gewesen. So, wieder rein ins Lager. So, Fackel können wir auch wieder ausmachen. Hätten wir Wald eigentlich jetzt auch gar nicht gebraucht. Steine. Oh, wir haben mittlerweile. Da seht ihr mal, es hat sich gelohnt. Den. Ja, ich denke mal, wir würden, glaube ich, sogar plus machen. Wir würden plus machen. 10. Ja, doch, egal, mach. Wir würden plus machen, wenn wir das herstellen, aus dem einfachen Grund, wenn wir hingehen und die ihn jetzt arbeiten lassen mit dieser einen Axt, da hat er ja schon einen, hat er schon einen Stock, ist ja lachhaft wenig, ja. Hat er einen Stock da ins Lager gelegt, aber er konnte vorher gar keine ranmachen. Und wenn wir schon wenige Stückzahlen an Stöcken hatten und wir aber nebendran in der Schmiede und so weiter, die produzieren ja Sachen, da brauchen die auch Stöcke. Und dann wird es verarbeitet und dann ist klar, dass wir irgendwann out of stock sind. Also von daher, passt mal auf, wir legen uns jetzt noch schlafen für den Winter, damit wir nämlich wissen, was im Winter uns erwartet, der Jahreswechsel, ob er was Schönes bringt. Und dann werden wir nämlich uns in die nächste Folge begeben. So werden wir es machen, weil wir haben auch Hunger und wir essen jetzt aber auch extra nicht, weil wir ja Nahrung bekommen. Steinaxt, bitteschön, liebes Lager. Steine, bitteschön. Bitteschön, bitteschön. So, ab ins Bett. 19.11 Uhr, früh ins Bett. Wir könnten uns jetzt, was auch cool wäre, sollen wir uns mal ins Lagerfeuer mit allen setzen? Geht nicht, alle Betze sind belegt. Na gut, wir könnten uns allein in die Taverne setzen, aber machen wir auch nicht. Wow, hi Schatz. How are you? Dann hast du das letzte Mal etwas gegessen, du kannst ja kaum stehen. Ein Eintopf, boah, wie geil. Deswegen habe ich dich geheiratet. Ich habe es eben weggedrückt. Hat er ernsthaft gesagt, deswegen habe ich dich geheiratet, weil sie gut Eintöpfe machen kann. Gut, vielleicht lieben wir das ja auch. Herr Sohn, guck, der kann mit mir nicht sprechen, der ist direkt eingeschlafen. Man müsste eigentlich meinen, dass er die ganze Arbeit im Dorf macht, so müde wie er immer ist. Der pennt morgens am längsten, geht am frühesten ins Bett und kaum wird er hingelegt, bam, hinter meinem Rücken, kann ich nicht mehr mit ihm reden. Na, egal, wir gehen jetzt auch ins Bett. Wir schlafen. Okay, es passiert was Spannendes. Wissen es macht. Ein geheimnisvoller Mann ist in ein Dorf gekommen, Bogi. Er behauptet, er wisse viel über die Wildnis und könne dir für ein paar Münzen einige neue Dinge beibringen. Ablehnen. Keine Einschränkung. Zeige ihm, dass du mehr weißt. Jagdfertigkeit, Überlebensfertigkeit. Ja. Erfahre mehr über die Jagd. Ah. Jetzt verstehe ich das, wenn unser Skill 0 bis 4 wäre,
Er ist aber 5. Nee, kann es sein? Doch, doch, doch. Und hier wäre er 0 bis 4 und da ist er 10. Dann könnten wir 1000 Münzen zahlen. Boah, das ist richtig teuer auch, gell? Wieso haben wir denn 11.000? Wo haben wir denn 11.000 Münzen her? Jetzt mal ohne Spaß, wo ist denn das Geld her? Wir hatten doch zuletzt 6.000 oder so gehabt, oder? Liege ich da falsch? Haben wir so viele Sachen verkauft? Nee, wir haben doch nicht so viel Geld gehabt. Wo ist denn das Geld her? Ich weiß es echt nicht. Ich würde sagen, wir zeigen ihm, dass wir mehr wissen. Dann kriegen wir bestimmt Skillpunkte oder so, weil ablehnen ist einfach gar nichts. Und da hätten wir wahrscheinlich hier Fertigkeit Überleben auf 5 bringen können und Jagen auf 5. Aber wir haben Jagen 5 und Überleben haben wir 10. Also von daher, ich weiß mehr. Da haben wir jetzt Münzen gekriegt. Okay, Essen ist wieder voll. So, mein Sohnemann, bleib mal stehen. Hello. Ah, wie geil, oder? Der Winter. Da ist noch hier innen drin. Die schlafen alle noch. Ja, so ist es. Und wir sind schon weit in der neuen, was heißt weit in der neuen Folge, weit über die alte Folge hinaus. Also von daher sage ich mal, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Gerade gucken. Ja, seht ihr mal, wir haben 5.500. Wieso wurden da 11.000 angezeigt? Das ist ein Bug. Warum haben wir einen anderen Bogen hier? Das ist ein Bogen. Das ist ein Recurve-Bogen, das sieht so anders aus. Egal, Leute. Bis dann. Danke fürs Einschalten. Macht's gut. Ciao.